In diesem Video stelle ich euch alle Frostnite-Belohnungen vor. Frostnite gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, ein Video zu machen. Dafür gibt es jetzt das Video mit allen Frostnite-Belohnungen. Hier gibt es jetzt jede Woche ein neues Event in Frostnite. Zum Beispiel gibt es jetzt Frohes Nahkampffest und da kann man sich wirklich jedes Mal, jede Woche ein neues Banner spielen. Und die Banner zeige ich euch einmal. Zum Beispiel können wir uns ja auch diese Woche ein Banner spielen. Ihr seht hier Frostnite Elite. Schließe Welle 20 im frohen Nahkampffest ab und dann bekommen wir hier einmal so ein Frostnite Event Banner, was wir auch in Battle Royale benutzen können, was wirklich sehr, sehr nice ist. Dann gibt es hier einmal eliminiere 100 feindliche einsame Krampusse, das habe ich noch nicht erledigt, das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, das Banner, weil ich jetzt nicht unbedingt dieses Banner haben wollte, aber ich denke, das sollte man sich auf jeden Fall spielen, denn man bekommt außerdem noch einen Helden dazu, und zwar den Schützwachen Krampus. Ich zeige euch einmal, was dieser Held kann, und zwar seht ihr ihn hier bei den Festtagshelden, und hier steht in der Beschreibung, als Standardvorteil, also wenn ihr ihn einfach nur im Team dabei habt, jetzt nicht als Kommandanten, nicht als Haupthelden, wenn ihr ihn einfach nur im Team dabei habt, und zwar ist es hier so, dass jede Eliminierung mit Rosie, also mit dem Geschützturm, den Schaden erhöht um 4%. Und das ist 30 mal stapelbar. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. Das heißt, wir können insgesamt 120% mehr Schaden machen. Ist relativ nice. Ich glaube, für die Spieler, die vielleicht ab und zu Rosie spielen, ist das schon ganz nice. Und hier unten als Kommandantenvorteil, das finde ich wirklich sehr heftig. Das ist mehr als doppelt so viel. Und zwar erhöht sich da der Schaden um 12%. Wenn wir 12 mal 30 nehmen, das sind 360% mehr Schaden mit dem Geschützturm. Und ich glaube, das ist wirklich sehr heftig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man das vielleicht so ein bisschen kombinieren könnte mit anderen Sachen. Und dann ist der Geschützturm wirklich OP. Vielleicht sogar für Unterfangen-Missionen. Das muss ich unbedingt herausfinden. Und wenn ich da ein gutes Setup finde, stelle ich euch das auf jeden Fall vor. Und der hier ist komplett verbuggt unten. Dann, wie ihr schon gesehen habt, gab es noch dieses Krampus-Banner, dieses Frostnite-Event-Banner. Und jetzt gibt es, wie gesagt, dieses Banner zu erspielen. Ich zeige euch mal alle Banner, die ich habe. Ich glaube nicht, dass ich alle habe, aber ich habe schon relativ viele. Ich habe versucht, alle zu erspielen, vielleicht habe ich aber eins verpasst. Wie gesagt, dieses Krampus-Banner habe ich zum Beispiel noch nicht, weil ich ein bisschen zu faul bin, 100 Krampusse zu töten. Ihr seht, einmal ist das hier von Frostnite, das ist das, was es diese Woche zu erspielen gibt. Ich zeige euch das einmal. So sieht das Ganze aus. Das kann man natürlich noch sehr nice in Blau kombinieren. Hier, wenn wir jetzt Blau auswählen. Ich würde dieses Blau hier nehmen. Das sieht schon wirklich sehr, sehr winterlich und sehr, sehr nice aus. Dann zeige ich euch mal kurz die anderen Banner, die es noch gibt. Dann gibt es einmal dieses Banner hier. Das ist das, wenn ihr eine 128er Mission Welle 20 abschließt bei Frostnite. Dann bekommt ihr dieses Banner hier. Auch wirklich sehr nice. Dann haben wir als nächstes dieses winterliche Banner mit so einer Schneelawine und so einem Schneemann in der Mitte. Finde ich, ist wirklich sehr gut gelungen. Und ist wirklich einer meiner Lieblingsbanner von Frostnite, weil das wirklich sehr winterlich gehalten ist. Und wirklich sehr cool aussieht. Und das könnt ihr, wie gesagt, auch im Battle Royale benutzen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Backbling habt, wo ihr eure Banner drauf machen könnt, dann könnt ihr das auch als Backbling benutzen. Deswegen finde ich das wirklich sehr nice. Ihr könnt das mit Winterskins kombinieren oder irgendwie sowas, wenn ihr so ein Backbling habt, wo ihr dann euer Banner drauf machen könnt. Deswegen sind Banner auch jetzt viel relevanter als früher, weil es jetzt auch Backblings und Spitzhacken gibt, wo ihr eure Banner mit drauf packen könnt. Was natürlich eine sehr coole Funktion ist. Dann gibt es einmal dieses Lebkuchen-Banner. Passt wirklich gut zum Lebkuchen. Falls ihr jetzt einen Banner-Backbling habt, dann ist es wirklich sehr nice, wenn ihr das mit dem Lebkuchen spielt. Man könnte das theoretisch hier so in Braun machen. Sieht wirklich sehr lustig aus. Das passt zum Beispiel zum Lebkuchen. Auch wirklich ein sehr gut gelungenes Banner. Dann seht ihr einmal dieses Banner hier. Hier sehen wir einen Heizofen bzw. diesen Blue Glow-Ofen, den wir dann in Frostnite befüllen. Hier ist einmal drauf abgebildet. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Wochen das sind, aber die Banner, die ich euch jetzt alle zeige, die könnt ihr euch in den nächsten Wochen noch erspielen. Wie gesagt, dieses Banner hier gab es schon zu erspielen. Diese Woche gibt es das immer noch zu erspielen. Letzte Woche gab es dieses Banner hier zu erspielen mit dieser Falle und diesem Bein. Jetzt gibt es das nicht mehr zu erspielen. Und zwar konnten wir uns das bei Frostfeld erspielen. Und das sind, glaube ich, alle Banner, die ich habe. Ich glaube nicht, dass das hier von Frostnite ist. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Das könnte auch von Frostnite sein. Aber ich glaube, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Banner habe ich jetzt. Ich glaube, das sind nicht alle. Aber das sind die, die ich von Frostnite besitze. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren und schreibt mir vielleicht dazu, welche Banner ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Aber es gibt auf jeden Fall viele Banner zu erspielen. Dann gibt es wirklich eine sehr coole Belohnung, und zwar ist das eine Musik. Und das ist wirklich meine Favorite Music in Fortnite. Die höre ich wirklich am öftesten. Das, was es hier zu erspielen gibt, ist die Frostnite-Musik. Ich spiele sie euch einmal kurz ab. Wegen diesen ganzen Copyright-Strikes kann ich euch leider die Musik nicht abspielen. Aber ihr könnt ja mal bei YouTube diese Musik suchen. Einfach Frostnite-Musik eingeben. Und da könnt ihr euch Videos angucken mit dieser Musik. Die ist wirklich sehr, sehr cool. Und zwar ist es die Musik, wenn ihr in Frostnite reingeht. Ganz am Anfang spielt auch diese Musik ab. Und hier haben wir noch einen Ladebildschirm zu erspielen.
der auch wirklich sehr nice ist. Das ist einer meiner Lieblingsladebildschirme übrigens. Also der hier ist, glaube ich, mein Lieblingsladebildschirm mit dem Sturmkönig. Und das ist mein zweitlieblingsladebildschirm. Und so sieht das Ganze aus, wenn das Spiel lädt, beziehungsweise wenn ihr im Vollbildmodus seid. Dann seht ihr hier den ganz normalen Ladebildschirm, so wie er auch ist, wenn ihr Frostnite spielt. Hier mit dem Heizbrenner, dann mit dieser ganzen Winterumgebung, die wirklich sehr, sehr nice ist. Und ich hoffe wirklich, dass Fortnite vielleicht irgendwann ein Unterfangen rausbringt, wo es jetzt nicht wie in Flannelfurt einfach nur Herbstgebiet gibt, sondern auch mal ein Schneegebiet. Oder vielleicht bringt ja Fortnite in Rettet die Welt eine komplett neue Map rein mit einem Wintergebiet. Das wäre wirklich sehr nice, wenn die Map so aussehen würde. Das ist auch wirklich nicht schwer. Ich glaube, dafür müsst ihr 45 Minuten in Frostnite überleben. Und es ist, glaube ich, auch egal, in welche Mission ihr geht. Also ob es jetzt eine 128er Mission ist oder eine 50er Mission oder so. Das ist, glaube ich, da egal. Und die Musik gibt es zu erspielen, indem ihr 100 Blue Glow in den Heizofen befüllt. Das kann wirklich ein bisschen dauern, da müsst ihr aber nicht so viele Runden spielen. Also es geht relativ schnell, aber ihr müsst da schon, ich glaube, 7, 8 Frostnite-Runden spielen, um das Ganze zu erledigen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Außerdem gibt es natürlich Waffen zu erspielen, und zwar habe ich hier einmal Baum des Lichtes. Überlebe 30 Minuten lang in einer Frohes Nahkampffest-Mission. Frohes Nahkampffest haben wir jetzt, das heißt, es gibt es auch nur diese Woche zu erspielen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt für 2 Wochen drin bleibt oder für eine. Ich denke aber mal für 2. Kann aber auch sein, dass es nur für eine Woche drin bleibt. Also würde ich das auf jeden Fall machen, falls ihr Lust habt auf die Skizze vom Baum des Lichtes. Ich zeige euch einmal die Skizze ganz kurz. Und zwar so sieht das Ganze aus. Sieht wirklich sehr interessant aus. Und ich denke mal, in den nächsten Wochen gibt es immer mehr Waffen zu erspielen. Das heißt, es gibt auch die Lebkuchenknarre, das weiß ich ganz genau. Die gab es auch bei Frostnite zu erspielen. Die ist wirklich sehr nice, die hat einen sehr nicen Sound. Die 45er Kakao kommt, glaube ich, in den Shop. Und die Blitzerboote, die könnt ihr, glaube ich, aus den Lamas ziehen. Oder ihr könnt ihr auch in Frostnite erspielen. Die Blitzerboote, wirklich sehr, sehr nice Waffe. Und zwar verschießt die Schneekugeln. Und ich frage mich immer noch, warum da eine 8 drauf ist. Also ihr seht, das sind 5 Striche und nochmal 3. Wofür steht jetzt die 8? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr das Ganze wisst. Würde mich wirklich interessieren. Ist sehr lustig, wenn die Waffe nachlädt, dann lädt er einfach anstatt Munition, lädt er so einen Gefrierkühler da dran. Und dann haben wir wieder Schnee in dieser Waffe und können damit Schneekugeln verschießen. Ist auch wirklich sehr stark, aber diese Waffe ist echt nicht präzise. Deswegen spiele ich die wirklich sehr selten. Aber ist auf jeden Fall eine nice Fun-Waffe. Hier seht ihr die ganzen anderen Waffen, also Haiangriff. Wird es wahrscheinlich auch noch hier zu erspielen geben in Frostnite in einer bestimmten Challenge. Also es gibt hier viele Sachen zu erspielen. Von den ganzen Festtagswaffen gibt es viele zu erspielen. Viele Banner, eine Musik und ein Ladebildschirm. Und dafür, finde ich, lohnt sich auf jeden Fall Frostnite. Und natürlich gibt es auch ein paar Helden zu erspielen. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Atrix.